Herzlich willkommen im Kirchenmuseum. Wir befinden uns im Jigongguya-Bau, der 1992 eröffnet wurde, vor 30 Jahren. Und man sieht es ihm eigentlich nicht an. Es ist ein Bau wie vor 30 Jahren, eine zeitlose Architektur. Und deswegen sprechen wir beim Kirchenmuseum heute auch von einem Klassiker der Architektur. Jigongguya haben mit ihrem gemeinsamen Erstlingswerk eigentlich eine neue Museumsarchitektur, vor allem in der Schweiz, begründet und damit auch eine ganz große internationale Karriere hingelegt. Es sieht so aus, als wäre es nicht 30 Jahre alt. Und es ist auch besonders schön zu sehen, dass dieses Gebäude immer noch in diesem kleinen Park zu Hause sein darf, stehen darf, dieser Park, der es umgibt, dieser kleine Park, der eine Besonderheit auch ist in Davos, deshalb, weil man an der belebten Promenade, an der befahrenen Promenade, hier eine Art grüne Insel hat, eine grüne Kanzel hat, von der man auch in die Landschaft sehen kann, in die Berge sehen kann. Und diese Kombination von Museum und Park, beides öffentlich zugänglich, ist ja ein großes Geschenk, glaube ich, für uns immer noch und natürlich auch für Davos. Also für mich wirkt es immer wieder überraschend gut. Und vor allem, wenn es Sonnenlicht, also wenn es gutes, sogenanntes berühmte alpine Licht hat, wirkt so, es ist wie so eine, es ist wie inspirierendes Licht. Also da, wo wir jetzt sitzen, hat es diese ideale Situation mit dem Oberlicht, oder? Gleichmäßig ausgeleuchtet und gleichzeitig in der Halle dieses unterschiedliche Licht mit den Fenstern, wo man rausschauen kann. Und dieses sowohl als auch, oder dieses von einem Saal über die Halle in den nächsten Saal zu gehen, ist wirklich eine schöne Erfahrung, immer noch eine schöne Erfahrung. Funktional ist natürlich tadellos und als Baukörper ist tadellos. Also ich meine, es hat keine negativen Aspekte. Der Baukörper tut sich eine sehr gute Landschaft einfügen. Es hat von Anfang an einen tadellosen Eindruck gemacht. Der ganz trockene, wollen wir sagen, Hintergrund von der Architektur ist sehr hilfreich für die kirchnerische Malerei. In Kirchenmuseum Revisited zeigen wir eigentlich nochmal das Haus, so wie es gedacht war. Einerseits haben wir einen Raum, der Kirchner gewidmet ist, um einfach zu zeigen, die Essenz des Museums, so, das war die Idee dahinter, so soll es funktionieren. Andererseits haben wir die Architekten eingeladen, nach 30 Jahren wieder zurückzukommen und sich hier nochmal mit sich selbst zu beschäftigen. Das heißt, wir haben in einem Raum die ganzen Wettbewerbsmodelle, die Originalzeichnung noch mit der Hand gezeichnet, wie das eben vor 30 Jahren war. Und in einem anderen Raum zeigen wir das ganze Lebenswerk dieser beiden Architekten seit 30 Jahren. Und man erkennt auch, dass es uns immer wieder darum gegangen ist, nicht mit der gleichen Lautstärke aufzutreten. Manche Gebäude sind sehr zurückhaltend, wie dieses hier, radikal zurückhaltend, wie dieses Kirchner Museum. Und andere sind, wie das benachbarte Sportzentrum nicht weit von hier, ganz kräftig, farbig, sogar laut. Holz und Farbe, währenddessen ist hier Holz, Wolle und Glas und Beton ist. Aber natürlich ist es schon so von außen betrachtet, dass es so eine Art, eine Denkensart sichtbar wird, oder wie wir entwerfen. Man kann sagen, eine Haltung und dass die, obwohl die Gebäude sehr unterschiedlich sind, die wir entworfen haben, doch so eine Art rote Linie geben, die durchgehend präsent ist, oder einfach von der Art, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir sie interpretieren, wie wir sie entwerfen, wie wir sie zusammensetzen und letztlich dann bauen.